Hallo, ist klar. Das ist richtig. Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen auf dem Chaos-Treff heute Abend, wie man da auch sieht. Und willkommen zur chaotischen Viertelstunde, die sich heute um Python dreht. Und um genau zu sein, um so Dinge wie Python-Iteratoren und alles sowas. Denn das ist eigentlich ein ganz cooles Konzept. Und deswegen dachte ich, ich stelle das mal vor. Wer alle mal Hände in die Höhe? Hände hoch, Hände hoch, Hände hoch, Hände hoch. Nehmt eure Hände runter, wenn ihr noch nie Python benutzt habt. Wunderbar, jeder hat schon mal Python benutzt. Nehmt eure Hände runter, wenn ihr keine Ahnung habt, was Generatoren sind. Ich lade gerne ein paar Hände runter, aber die meisten wissen das noch. Wunderbar, nehmt eure Hände runter, wenn ihr keine Ahnung von Iteratoren habt. Ah, sehr schön, alles klar. Gucken wir mal, was ich euch noch so erzählen kann. Könnt ihr die Hände wieder runternehmen? So, für diejenigen, die das Konzept im Wesentlichen nicht kennen, Python hat ja so Dinge wie zum Beispiel so eine Liste. Ich habe hier so eine Liste, zum Beispiel eine Liste first. Diese Liste ist eine Liste der Vornamen von den großen Amerikas. Und was ich so tun kann, ist, ich kann irgendwie durch diese Liste durchgehen. For name in first, print name. Das hat bestimmt jeder schon mal gemacht. Und dann gibt er mir irgendwie alle diese Dinge aus. So eine Liste ist jetzt ein sogenanntes Iterable. Was sind Iterable? Iterables sind alle Dinge, die ich irgendwie so benutzen kann, dass ich irgendwie sagen kann, für Element in diesem Iterable, mach mal Dinge. Das ist genau das, was ich mit dieser For Loop hier tun kann. Wenn ich zum Beispiel sage, for i in range 10, print i, sehen wir, dass er mir die Zahlen von 0 bis 9 ausgibt, weil das das tut, was range ist. Und jetzt kann man sich überlegen, okay, was würden wir intuitiv erwarten, was hier passiert? Naja, so range wird mir ja so eine Liste von Zahlen von 0 bis 9 geben. Und dann sage ich für Element in Liste, printe mir sozusagen jedes Element einmal. Das war auch so in Python 2. Wenn wir uns aber anschauen, was Range eigentlich ist, sehen wir, das ist eine Range. Das ist natürlich blöd. Schauen wir doch mal, was das für ein Type zurückgibt. Das ist eine Range, das ist natürlich auch blöd. Das habe ich natürlich nicht getestet, aber egal. Was wir auf jeden Fall sehen, ist keine Liste. Und das ist der entscheidende Punkt hier. Denn das ist ein sogenannter Generator. Was ist ein Generator? Ein Generator ist so ein Ding, also was so eine Liste in dieser For Loop für mich tut, schreiben wir sie mal so. Was diese For Loop im Wesentlichen tut, ist, sie nimmt sich das erste Element, gibt es mir aus, nimmt sich das nächste Element, gibt es mir aus, nimmt sich das nächste Element, gibt es mir aus. Jetzt habe ich irgendwie so eine längliche Liste und wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, das komplette Telefonbuch lade, dann, oder was weiß ich, so eine komplette Bitcoin-Blockchain oder so. Was dann passieren wird, ist, erst wird mein Rechner einfrieren und dann wird irgendwann hoffentlich diese Python-Shell hier terminiert. Ansonsten werden potenziell ganz andere Dinge terminiert, denn was ist das Problem? So eine Bitcoin-Blockchain ist irgendwie 120 GB groß, als ich das letzte Mal geschaut habe, und mein RAM nicht. Das heißt, mein RAM läuft voll und alles ist blöd. Und damit kann ich nicht mehr arbeiten. Und deswegen gibt es in Python ein sehr cooles Konzept, das nennt sich Generator. Was ein Generator tut ist, ein Generator generiert mir sozusagen upon request einfach das nächste Element aus meinem Iterable. Ein Iterable ist ja nichts anderes als, ich kriege Dinge in der Reihenfolge. Und so ein Generator gibt mir einfach Dinge in der Reihenfolge. Zum Beispiel kann ich einfach sagen, ich kann einen Random Number Generator implementieren mit A, B, M und Seed. Und der und da kann ich jetzt irgendwie sagen, return A mal Seed plus B, das in Klammern, modulo M. Und jetzt habe ich so eine Funktion. Das ist der Standard C Random Number Generator. Mit so ein paar hinreichend großen Werten. Jetzt kann ich irgendwie sagen, RNG, 55, ich sagte große Werte, das sind jetzt keine großen Werte, aber wir ignorieren dieses Detail gerade mal. So, modulo 10, ich brauche noch einen Seed und der Seed ist irgendwie
42, warum auch nicht. Und was ist das, wenn ich die Funktion jetzt aufrufe, dann wird die mir irgendeine Zahl ausgeben. Und wenn ich die Funktion nochmal ausgebe, wird sie mir dieselbe Zahl ausgeben. Das ist also ein, ein XKCD Random Number Generator. Mit dem Unterschied, dass er für einen XKCD Random Number Generator offensichtlich nicht das korrekte Ergebnis liefert. Aber was wir auch tun können, ist, wir können uns diese Funktion anschauen und können sie ein klitzekleines bisschen umbauen. Und wir bauen sie nämlich in einen Generator um. Wir sagen nicht return, denn return heißt Komma wieder und gib mir was, sondern wir sagen yield. Und was er mir yielden soll, und das geht natürlich so nicht, wir sagen einfach mal seed ist gleich a mal seed plus b, also der soll sozusagen erstmal den Wert ausrechnen, ihn wieder in seed reinschreiben und dann soll er mir den seed yielden. Und was ich jetzt habe, ist ein RNG. Wenn ich da sowas rein tue, bekomme ich keine Zahl raus, sondern ich bekomme ein sogenanntes Generator-Object. Was macht dieses Generator-Object? Gerade gar nichts, weil es mir einfach durch die Lappen gelaufen ist. Aber was ich sagen kann, ist for i in RNG, blablub, print i. Und was jetzt passieren wird, ist, er gibt mir 8 aus, weil ich es offensichtlich verkackt habe. Was habe ich jetzt gerade verkackt? Du gibst nur einmal was aus, danach terminiert deine Funktion. Moment. Der gibt mir einen Generator, einen Moment. Ach ja, natürlich, richtig. Ich sollte vielleicht meine chaotischen Viertelstunden testen, bevor ich sie halte, aber hey, das wäre ja zu langweilig. Das ist richtig, ich sollte hier noch ein... Genau, da sollte ich noch ein while true drum machen. Genau. So, jetzt sollte es aber tun. Ja, das sieht besser aus. Jetzt gibt er mir immer 8 aus. Das ist spannend. Warum ist dieses while true jetzt da notwendig? Der Punkt ist das folgende. Was ich machen kann ist, nehmen wir mal, ich möchte gerade was testen. Wird Seed automatisch minimized? Das habe ich meine mich zu erinnern, dass ich das eben so getestet habe und es hätte funktioniert. Das ist ja witzig. Geht irgendwas. Seed muss irgendwie minimized werden, so dieses neue Truth raus. Das Problem ist, dass 55 durch 5 teilbar ist und 7400. Ah, du meinst, ich habe einfach scheiß Werte ausgewählt. Ich sollte einfach... Ach, der Modulo ist natürlich auch ein bisschen... So Primzahlen sind meistens schöner. Es kommt immer 0 raus. Gucken wir mal, jetzt sind das alles Primzahlen. Das sollte jetzt eigentlich funktionieren. Ja, das ist besser. So, stellt sich raus, wenn man irgendwie so random Numbers macht, fangt mal irgendwie mit sinnvollen Werten an und nimmt die hinreichend groß, ansonsten kommt Scheiße raus. Was wir aber auf jeden Fall sehen, ist, dass die Zahlen jetzt irgendwie durchwackeln. Was habe ich jetzt getan? Der Zyklus ist ganz schön kurz. Ja, der Zyklus ist 11. Normalerweise wählt man das irgendwo dreistellig und größer oder... Man wählt es groß, dreistellig ist immer noch zu klein. Genau, aber gucken wir uns diese RNG-Funktion mal an. Was habe ich hier gemacht? Ich habe dieses Return durch ein Yield ersetzt. Was sagt mir, also Return hat mir gesagt, nimm den Wert, den du returnen sollst, gib ihn zurück und komm auch wieder. Yield sagt, nimm den Wert, den du bekommen hast, gib ihn mir und mach weiter. Und das ist der Punkt, warum dieses while true gefehlt hat. Jetzt sage ich einfach, mach einfach immer weiter. Und jedes Mal, wenn du einen neuen Seed ausgerechnet hast, gib ihn mir zurück. Und das ist ein sogenannter Generator, der rechnet jetzt sozusagen on the spot, immer wenn ich eine Zahl benötige, rechnet er mir eine neue Random Number aus, gibt sie mir zurück, rechnet die nächste Random Number aus und wartet darauf, dass ich die nächste Random Number anfrage. Die nächste Random Number frage ich in dieser For Loop natürlich quasi sofort an, nachdem mein Print durchgelaufen ist. Aber ich könnte irgendwie noch... Sleep einsetzen, das wird jetzt schief gehen, weil ich vorher noch Time importieren muss und jetzt tut das. Und jetzt sehen wir, tröpfeln die so langsam rein. Und dieser Generator generiert mir jetzt jedes Mal, wenn sozusagen die For Loop wieder neu anfängt und dieses For einen neuen Integer oder einen neuen Wert von diesem RNG-Ding haben will,
generiert mir das on the spot oder gibt mir das den berechneten Seed zurück und rechnet dann den nächsten aus. Auf diese Weise kann man auch große Dateien auf Platte zum Beispiel durchgehen, indem ich sage, ich will nicht das komplette File in Memory laden, sondern ich will sozusagen meine 100 GB File, ich will irgendwie die ersten 10 Megabyte laden und dann mache ich irgendwie so einen Iterator, der mir immer so 10 Megabyte Chunks von diesem File gibt, der lädt dann irgendwie die ersten 10 Megabyte, yieldet die, wartet dann, bis er fertig ist oder bis ich irgendwie das nächste Ding requeste, liest dann sozusagen das nächste Ding aus, you get the idea. Das sind Generators. Generator sind cool. Das kann man für zum Beispiel große Dateien machen. Das kann man zum Beispiel machen für, wenn man irgendwie Webseiten scrapen will oder irgendwie sich durch irgendwelche Webseiten hangeln will. Da muss ich nicht erst irgendwie die komplette Wikipedia dumpen, um sie anzuzeigen, sondern ich kann einfach einen Generator bauen, der mir sozusagen die Seite, die ich gerade lesen will, immer dann holt, wenn sie gerade aufkommt oder sowas. Genau, das sind Generator. Generator sind Iteratoren, ich kann nämlich drüber iterieren und für solche Zwecke sehr, sehr schön. Jetzt habe ich irgendwie von Iteratoren geredet und von Iterables, jetzt gucken wir uns nochmal an, was das ist. Ein Iterable ist alles mit, so im Wesentlichen könnte man sagen, ein Iterable ist alles, über das ich mit einer For Loop drüber rutschen kann. So eine, die Leute, die mit der Materie vertraut sind, werden mich jetzt wahrscheinlich schlagen, aber ich sage das jetzt trotzdem mal so. Technisch gibt es auch noch Iteratoren. Iteratoren sind Iterables, aber Iterables sind nicht notwendigerweise Iteratoren. Was meine ich damit? Gucken wir uns doch mal an, was ein Iterator ist. Ein Iterator in Python ist ein Objekt, das die Iterator-API implementiert. Wer hätte es gedacht? Die Iterator-API sieht folgendermaßen aus. Wir nehmen uns eine Class Blob. Und die hat irgendwie ein init self value und sagt irgendwie self init val ist gleich value. Brauche ich mehr? Nö, brauche ich nicht. Dann habe ich noch ein def. So, das kann ich erstmal machen. Das ist eine normale Python-Klasse. Was ich auch machen kann, ist, ich kann ein Iterator ist irgendwas, was mir zwei Dinge implementiert. Einmal die Next-Function, die mir das nächste Objekt ausgibt. Zum Beispiel 4. Damit habe ich jetzt im Wesentlichen so einen Iterator geschrieben. Ein Iterator ist ein Objekt, das mir eine Next-Funktion gibt und in dieser Next-Funktion im Wesentlichen immer das nächste Element ausgibt. Das heißt, ich rufe die Next-Funktion auf, die Next-Funktion guckt sich irgendwie den State von dieser Klasse oder von diesem Objekt an, sagt, das nächste Objekt, was jetzt kommen müsste, wäre folgendes. Ich schreibe mir irgendwie in meine Private Members irgendwie rein, was ich gerade gemacht habe und gebe dir das zurück. Und im nächsten Run, beim nächsten Aufruf von Next, rechnet er im Wesentlichen dann das nächste aus und you get the idea. Zusätzlich gibt es noch so eine Funktion def dunder iter. Iter ist eine Funktion, deren einziger Job ist es, einen Iterator zurückzugeben. Zum Beispiel self. Denn dieses Objekt implementiert ja doppel underscore next, das heißt, es ist ein Iterator und iter wird sozusagen benutzt unter anderem von der For Loop, um einen Iterator zu kriegen. Das heißt, wenn wir das Ding so benutzen, sollten wir for i in blob print i sleep time sleep nehmen wir 0,5, damit es nicht so lange dauert. Und das sollte uns jetzt genau. Das Blob will natürlich ein Initial Value haben, so eine 5 zum Beispiel. Und das gibt mir jetzt im Abstand von halb Sekunden, gibt mir das Vieren aus. Was habe ich hier getan? Was ich getan habe ist, bitte? Ein sehr schlechtes Würfel. Ja, kommt drauf an. Wenn du dir überlegst, es ist ein standardkonformer XKCD-Zufallsgenerator, das ist auf jeden Fall klar. Des Weiteren, wenn du dir sozusagen diese 4 mal so anschaust, das sieht schon aus wie so ein geblöppter Kubus mit so in großer Geschwindigkeit und so, ne? Das heißt, egal, lassen wir das.
Das heißt, was wir hier haben, ist, wir haben so ein Objekt erstellt. Dieses Objekt hat eine Iter-Funktion, das heißt, es ist in der Lage, uns einen Iterator zu geben und es implementiert selber auch einen Iterator, indem es double underscore next implementiert. So. Frage. Ja. Warum braucht es jetzt die Value? Den Initial Value? Ja. Weil ich das da reingeschrieben habe. Okay. There is no particular purpose. Ich habe das einfach gemacht. Ich könnte jetzt auch sagen, ich returne immer 4 plus den self-init-val. Dann hätte der sogar eine Berechtigung. Und damit kommt ein paar Mal 9 raus. Was ich auch machen kann, wir sind ja bei diesem Iterator, ich kann irgendwie sagen, self.init-val ist, kriegt immer irgendwie eine 4 drauf. Und dann returne ich self-init-val. Ihr könnt euch überlegen, was jetzt passiert. Magie! Und damit kann ich zum Beispiel einen Iterator bauen, der mir die Fibonacci-Folge oder was auch immer ausgibt. So, jetzt haben wir zwei Varianten. Jetzt haben wir einmal die komplette Klasse mit der Iterator-API hier. Und dann hatten wir diese schöne Funktion RNG. Und diese schöne Funktion RNG, das ist im Wesentlichen eine Kurzschreibweise, um Generatoren zu bauen. Das ist sozusagen, ich könnte jedes Mal für diesen Zweck, den dieser Random Number Generator hat, könnte ich irgendwie eine komplette Klasse aufblasen. Ist in dem Fall aber gar nicht erforderlich. Deswegen gibt es mit dem Yield diesen sehr schönen Shortcut. Solange meine Funktion nicht terminiert, kommt da ein entsprechendes Generator-Objekt raus. So, jetzt haben wir noch Folgendes. Wir haben diese Liste first. Jetzt kann man irgendwie mit hasAttr fragen. Ich glaube, so rum ist das. Name append is not defined. Vielleicht war es auch andersrum. Ach nee, ich muss jetzt in A, ja. Es müsste, glaube ich, vorne sein. Hat diese Funktion sowas wie append? Attribute, oh, jetzt muss doch andersrum. Alles klar, jetzt haben wir alle Optionen durch und ich habe natürlich die designen müssen. Ich sollte die Klappe halten, bis ich es ausgelöst habe. Genau. Eine Liste hat offensichtlich so ein Append, denn darüber appenden wir. Hat so eine Liste auch ein Next? Hat es nicht. Hat es ein Iter? Das hat es. Das heißt, wir können uns aus unserem First Iter so ein Ding rausholen und dieses I ist jetzt ein List-Iterator und hasAttrNext von diesem List-Iterator sollte uns jetzt true geben. Genau. Ist das soweit klar? Habe ich irgendwen in the process abgehängt? Dann möge die Person es jetzt sagen. Niemand? Wunderbar. Das ist so eine Kurzeinführung in Iteratoren und jetzt kann man irgendwie noch coole Dinge mit diesen Iteratoren machen. Ich habe hier so eine Liste first. Jetzt könntet ihr euch vorstellen, dass ich vielleicht auch noch so eine Liste second habe. Habe ich aber nicht. Ich habe aber eine Liste last. Und jetzt würde ich irgendwie gerne, jetzt habe ich irgendwie so eine Liste von Vornamen und ich habe so eine Liste von Nachnamen. Und würde ich mir irgendwie gerne so Vorname-Nachname-Paare ausgeben. Das heißt, was ich machen könnte, ist, ich könnte irgendwie sagen, for i in range len first, in der Hoffnung, dass das nicht kaputt geht. L ist irgendwie so eine, oder warte mal, names ist so eine Liste. For i in range len first, names append, was machen wir? Wir machen irgendwie, wir machen das mal mit first i plus whitespace plus last. Ihr könnt euch vorstellen, worauf das hinausläuft. Das funktioniert und jetzt kann ich irgendwie for n in names print name, print n machen und die Sachen kommen raus. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, jetzt habe ich irgendwie eine Liste first, jetzt habe ich eine Liste last. Frage? Gibt es in Python zip? Ja. Dafür für diesen Zweck? Richtig. Don't spoiler. Okay. Schäm dich.
So, jetzt haben wir, ihr habt nie gehört, was Jan gerade gesagt hat. Jetzt haben wir irgendwie so eine Liste First, so eine Liste Last und wir haben irgendwie so eine Liste Names und die brauchen insgesamt ungefähr doppelt so viel Speicher, wie sie vorher brauchten, weil ich jetzt irgendwie alles irgendwie verdoppelt habe. Im Fall von der Bitcoin-Blockchain ist das egal, die passt von vornherein nicht in meinen RAM rein, aber das ist möglicherweise so ein Issue, dass ihr vielleicht irgendwie nicht ständig Gigabytes an Daten hin und her kopieren wollt in eurem RAM. Das heißt, da gibt es doch bestimmt eine Lösung. Das heißt, wir bräuchten irgendwas, was uns sozusagen von jeder Liste das jeweilige Element nimmt, uns das konkateniert, uns das zurückgibt, ohne das jetzt irgendwie alles in eine eigene Liste zu packen. Es gibt da so einen Generator für, der nennt sich Zip. For name in Zip first last print name. Und was das tun sollte, ist, es gibt uns, weil ich es natürlich verkackt habe, Tupels aus. Was Zip macht, ist, es nimmt uns unsere beiden Listen, hängt die nebeneinander, macht da einmal wie so ein Reißverschluss, Zip, und wir haben dann so ein Ding, wo er dann sozusagen immer ein Tupel der jeweilig korrespondierenden Elemente rauswirft. Das heißt, was wir machen können, ist, wir können sagen, für First Name, Last Name, printe mir erst den First Name, dann den Last Name. Und schon funktioniert das genauso, wie wir das haben wollen. Wo kommt jetzt das Leerzeichen her? Genau. Print nimmt sich alle Argumente und joint die mit Leerzeichen dazwischen. Das ist die Definition der Print-Function. Du kannst es auch explizit machen, indem du sowas sagst wie First plus, ne? Aber will man ja nicht. Mache ich trotzdem, weil ich es kann. Genau. So, das ist das eine. Und jetzt will ich die auch irgendwie noch nummeriert haben, weil ich es kann. Da gibt es so einen Generator für. Der nennt sich Enumerate. Also wir haben hier sozusagen so ein Iterable. Diese Zip ist jetzt ein Iterable. Wenn wir uns dieses Zip First Last mal anschauen, sehen wir, das ist ein Zip. Und das Hasatr so rum, ne? Und wir sehen, das wird ein Iterator sein, weil es gibt uns einen Iterator zurück, wenn die For Loop nett danach fragt. Gut, wo waren wir? Da waren wir. So, jetzt können wir auch noch sagen, wir hätten die gerne durchnummeriert. Auch dafür gibt es einen Generator, den wir einfach sagen können, ey du, enumerate, ich brauch dich mal, nimm mal folgenden Generator und schreib mir einfach mal die Zahl von diesem, Element, das du gerade geschrieben hast oder bekommen hast, raus. Kann man sich relativ leicht überlegen, wie man das schreiben kann. Ich mache irgendwie eine For Loop. Die kriegt irgendwie einen Generator rein und loopt dann einfach über den Generator und zählt intern einfach einen Index mit. Brauche ich aber nicht selber machen, hat Python schon integriert. Und ich habe wieder was verkackt. Ah ja, genau. Ich habe jetzt hier zwei Variablen, nämlich f ist jetzt mein enumerate, gibt mir jetzt zwei Sachen zurück, nämlich einmal den Index, der ist gerade dieses f, und das, was Zip mir zurückgibt. Zip gibt mir halt in jeder Iteration einmal dieses Tupel zurück, was es da produziert hat. Jetzt erinnern wir uns, dass wir vor einiger Zeit eine chaotische Viertelstunde zu Pattern Matching haben. Man könnte fast meinen, ich hätte über diese Connection nachgedacht. Und ich kann irgendwie sowas sagen wie, wir kriegen da so einen Index raus und wir kriegen da so einen Tupel raus aus einem First und einem Last Name. Und printe mir bitte mal den Index mit dem First und dem Last Name. Und wenn wir das tun, sehen wir, das funktioniert. Das heißt, diese Generatoren sind eine sehr schöne, sehr leichtgewichtige Variante, um Dinge zu regeln. Wir können das jetzt noch ein bisschen weiter treiben. Ich hätte jetzt gerne die ganze Suppe sortiert nach alphabetisch nach Vorname. Da kann ich also einfach diesem Zip sagen, mach mal ein Sorted. Und Schaboms ist das Ganze schön alphabetisch nach Vorname sortiert. Was ich natürlich auch machen kann, ist, ich kann sagen, und wenn wir schon dabei sind, jetzt wird's ein bisschen, jetzt drehen wir so ein bisschen ab, wir können jetzt sozusagen beliebige Iteratoren ineinander schachteln und es ist cool. Was wir auch machen können, ist zum Beispiel, wir sagen irgendwie, wir zippen mal last mit first. Und dann sagen wir einfach, da kommt irgendwie erst der Last Name und dann der First Name raus. Und schon, ihr könnt euch denken, was passiert, ist das Ganze alphabetisch sortiert nach
nach Nachnamen und wir sehen, Donald Trump ist fast das Letzte. Das ist richtig. Ich wurde natürlich erwischt, war natürlich nicht anders zu erwarten. Was Sorted macht, ist Sorted generiert, nimmt sich den Generator, sagt sich, Generator, den kann ich natürlich inhärent nicht sortieren. Ich mache daraus mal eine Liste in Memory und sortiere das dann. Da habe ich natürlich ein bisschen gecheatet. Reverse von einer Range kann er, ohne das in Memory zu laden. Du kannst Reverse überschreiben. Ah, man kann Reverse über... Das ist natürlich nett. Reverse überschreiben, um das zu verhindern. Das ist natürlich schön. Ich müsste aber in der Theorie auch in Sorted beliebigen Scheiß reinladen können. Sorted überschreiben können, oder das ist ein Key? Ich glaube nicht. Also du kannst natürlich Sorted irgendwie eine Key-Funktion übernehmen, aber die Sorted macht seinen Algorithmus auf einer Liste. Ah, okay, ja gut, dann geht es nicht. Reverse führt dann der Reverse oder so aus. Ah, okay, alles klar. Wenn nicht, macht er eine Liste und nicht selber Sorted. Sehr schön. Gut, jetzt haben wir bei einem Problem schon gesehen, wir können natürlich irgendwie nicht auf beliebige Elemente, das haben wir bei diesem Sort jetzt wunderbarerweise gesehen, deswegen danke ich wunderbarerweise für den Einwurf. Ich habe jetzt sehr häufig wunderbarerweise gesagt, das lassen wir jetzt auch mal besser wieder und kommen zurück in die Realität. Sorted muss natürlich eine Liste generieren, denn nur wenn ich eine Liste habe, kann ich die irgendwie sortieren. Wenn ich jetzt irgendwie sagen möchte, ich möchte irgendwie meinen Iterator haben, ich möchte aber erst irgendwie ab dem dritten Element ausgeben, dann könnte ich jetzt das Ganze irgendwie könnte ich das irgendwie folgendermaßen machen. List. Und muss ich da, zack, ich fange irgendwie beim zweiten Element oder whatever an und habe natürlich jetzt eine, müsste tun. Nee, ich müsste eine Klammer zu wenig haben. So, invalid syntax, ich habe doch genug Klammern gehabt. So, was wir jetzt sehen, das Zip-Object is not subscriptable. Was daran liegt, dass ich die Klammer an der falschen Stelle gesetzt habe. So, man hat vermutlich jetzt den kompletten Überblick verloren und ich habe schon wieder Sinn belegt. So, funktioniert. Jetzt gebe ich die ersten zwei Elemente von dieser Range aus, indem ich ihm sage, ich habe hier mein Zip. Das Zip ist das hier. Und... das konvertiere mir bitte in eine Liste und von dieser Liste nimm irgendwie ab Nummer, bis Nummer 2. Ich kann irgendwie sagen, irgendwie ab Nummer 2, selbes Spiel, dann gibt er mir die anderen aus. Wir sehen, enumerate nummeriert immer noch richtig, weil enumerate außerhalb der Liste ist. Aber jetzt habe ich natürlich wieder das Problem bei Iteratoren, dass ich die ganze Suppe wieder in Memory laden muss. Klingt scheiße, ist es auch, aber es gibt eine Lösung für das Problem. From itertools import gucken wir mal, ob ich mich noch dran erinnere, was das war. iSlice war es nämlich, genau. Was iSlice macht, ist, nimmt einen Iterable und nimmt einen Start, einen Stop und gegebenenfalls noch ein Step-Value. Und jetzt kann ich Folgendes tun, noch sagen, ich habe hier dieses Zip. Diesem Zip mache ich noch ein Iter. Iter-Tools sind schön. Iter-Tools.iSlice. Zip endet hier. Also muss ich hier ihm jetzt sagen, irgendwie Start ist 0, Stop ist 2, 3. Und jetzt sollte das genau das tun, was wir wollen. Außer ich habe natürlich wieder die Klammern verkackt. Mit Listen wäre das nicht passiert, aber damit wäre mir mein Memory auch nicht um die Ohren geflogen. Und versuch mal Bitcoin-Analysen mit Listen zu machen. Das habe ich einmal versucht. Mit gelabelten Parametern wäre das auch nicht passiert. Mit gelabelten Parametern wäre das schon passiert, denn ich hätte sie nicht benutzt. Das iSlice. Kann ich zu viel programmieren. Dankeschön. Genau, und damit kann ich eben auch auf Itertools slicen. Was die Funktion macht, ist, wenn wir uns mal anschauen, das denkt man sich, ist bestimmt Hexenwerk. Nö, ist überhaupt kein Hexenwerk. Gut, er gibt mir jetzt den Source-Code nicht. Nee, gibt er mir tatsächlich nicht. Nicht mal, wenn ich nachdrücklich frage. iSlice.
Eta-Slice. Aber was das im Wesentlichen tut, ist, es ist intern auch nur eine For-Loop, die sozusagen sagt, ich habe folgenden Start-Index, ich habe folgenden Stop-Index und intern die Indizes mit rauszieht, damit man das selber nicht machen möchte. Gut, das wäre so ein kurzer Crashkurs in Richtung Python-Iteratoren. Wenn ihr große Datenmengen, viele Webseiten oder was auch immer habt, was ihr nicht alles instantan laden müsst, dann ist das eine sehr schöne Variante, um mit sowas umzugehen. Und genau, ich wäre jetzt, glaube ich, ich habe eine Menge erzählt und wäre damit jetzt offen für Fragen, wenn noch welche sind. Gibt es Fragen? Wenn es keine Fragen gibt, dann würde ich sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war instruktiv und ich wünsche noch einen angenehmen Chaostag.